Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, ist es kein VR-Game, sondern ein Flat-Titel. Und ich habe ja schon mal damals angedeutet, dass es ab und zu mal hier auf meinem Kanal einen Flat-Titel geben wird. Und wenn ich Bock drauf habe, und es gibt auch eine kleine Playlist mit Flat-Titeln, also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr einfach mal reinschauen. Oder halt nicht, wenn euch wirklich nur VR interessiert. Aber ich habe Bock, euch auch sowas zu zeigen. Und ja, wir zocken heute Atlas Fallen, die ersten, ja, mal schauen, 30, 40 Minuten. Und um euch mal zu zeigen, um was es sich hier geht. Atlas Fallen ist ein Action-Hack-and-Slay-Rollenspiel. Auch Fantasy-Inhalte natürlich dabei. Und es bietet auch einen Koop-Teil. Also wir können komplett alleine spielen, wir können aber auch zusammenspielen. Ich zeige euch natürlich jetzt nur den Singleplayer-Modus. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und hier kommen wir jetzt zur Auswahl vom Schwierigkeitsgrad. Ich spiele immer normal. Ich bin so der Casual Gamer, von daher sollte normal passen, hoffe ich mal. Die Essenz, auch in ihrer kleinsten Form, enthält die Ewigkeit. Jedes Korn von ihr ist angefüllt mit Leben. Essenz ist nicht für die Sterblichen bestimmt, sondern allein für Telos. Die Gottheit, welche nach Essenz verlangt. Also gehorchen wir, schon für Jahrhunderte, indem wir Telos unser Dasein widmen. Indem wir unser Haupt beugen. Doch ich werde mich nicht länger beugen. An dem Tag, als ich das Licht verdunkelte, setzte ich etwas in Bewegung. Ich wusste, es würde zu Kämpfen führen. Ich wusste, dass der Tod einziehen wird. Die Phantome, von der verdunkelten Sonne in Rage gebracht, würden Unschuldige töten. Aber ich ging dieses Risiko ein. Es war ein Glücksspiel mit einem hohen Preis. In der Hoffnung, dass es erwachen würde. Wo bin ich? Ja, das war das Intro und so beginnt es. Es sieht so aus, als wäre hier so ein bisschen Avatar-mäßig, ne? Sieht der Kollege aus. Und ja, fangen wir mal an. Zum Wächter hochsehen. Das da oben scheint der Wächter zu sein, denke ich mal. Laufen wir einfach mal ein bisschen. Also Atlas Fallen erscheint am 10. August und erscheint auch auf PS5, Xbox und PC. Ich spiele die PC-Version. Und es sieht echt fantastisch aus, muss ich sagen. Mal schauen, wie das Gameplay so ist. Oh, da ist aber einer wütend. Mal erstmal die Dings ein bisschen rausfinden. Ein bisschen, ganz kleines bisschen habe ich schon gespielt. Wir können hier ausweichen per Rolle. Mit X angreifen, dann haben wir so einen Nebenangriff. Und ich spiele ja mit Controller. Ich kann dich hören. Hallo? Okay, sprinten können wir auch.
Also auf LB haben wir so einen kleinen Abwehr. So sieht es für mich aus. RB ist Rollen. RT ist so ein großer Angriff. Oh, jetzt kommen bestimmt mehrere, oder? Okay, gut, dass die im Tutorial noch nicht so stark sind. Die haben aber... Was ist das? Haben wir da einen Hammer als Waffe oder was ist das? Also so eine Art Sichel, ne? Kann man den so markieren mit RB? Den nie aus dem Auge verlieren. Natürlich auch gut. Also ich habe so relativ alles hochgedreht, was geht bei dem Spiel jetzt. Ich kann dich hören. Wo bist du? Also irgendwer ruft uns, aber ist noch nicht ganz klar wer, weil wir verstehen das nicht. Ob es Pizzeria ist oder die Mutter vielleicht. Auch so ab. Oh, einen haben wir schon fast weg. Ich wollte gerade sagen, haben wir schon erledigt, aber nein. Dieser Sprung ist schon ziemlich heftig, wenn ich hochspringe und dann RT drücke. Sie versuchen, mich hier zu halten. Ja, gibt nichts. Jemand uns versucht, mich hier zu halten. Wow. RT und LT ist mal... Das nenne ich mal einen guten Angriff. Der hat's in sich. Das kommt mir vertraut vor. Alles wiederholt sich. Aber das wird wahrscheinlich nur so ein super Angriff sein, den man sich erstmal verdienen muss, aufladen muss. Also Sprungpassagen darf ich so, mag ich in solchen Spielen überhaupt nicht. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man sprintet, sonst erreicht man die Teile nicht. Da, jetzt aber, oder? Ach nein. Verflucht sei dieses Reich. Genau. Dieses Reich soll verflucht sein. Also auch mal wieder cool, wirklich auch deutsche Sprachausgabe zu haben. Im VR-Bereich hat man das ja eher seltener. Er ist was größer. Du, kannst du mir helfen? Wer bist du? Mhm. Okay. Ah, jetzt kommen wir zur Charakterauswahl. Und da wir im Intro auch eine Frau gehört haben, würde ich fast sagen, dass wir uns auch eine Frau aussuchen. Die sieht da witzig aus, oder? Stimme? Die Königin? Wissen für Wissen? Klingt nach einem fairen Geschäft. Ist ja auch cool, man kann jetzt wirklich auch einen weiblichen Charakter spielen und kann ihm dann die Welt. Eine männliche Stimme geben. Wir haben uns immer gegenseitig den Rücken freigehalten. Oh, okay. Ich wusste, dass ich dir vertrauen kann. Jetzt Haare. Machen wir mal Haare. Was gehen wir denn? Also, oh, guck mal. Sieht sehr gepflegt aus. Nee. Sieht witzig aus, aber nein. Das gefällt. Das gefällt.
Okay, ich bevorzuge das. Okay, dann nehmen wir. Haarfarbe, schauen wir mal, was wir da so haben. Ganz weiße Haare. Wir nennen sie Snow White. Na komm, das nehmen wir. Gefällt mir. Hautfarbe. Sieht aber blass aus. Wenn wir ein bisschen in die Sonne gehen, hätte ich schon können. Na komm, wir nehmen so ein bisschen sonnengebräunt. Form kann man hier auch noch wählen. Ach, guck mal hier. Alter. So ist doch gut. So ist gut. Gesichtsform haben wir dann auch noch. Verschwenden wir mal nicht zu viel Zeit hier. Stirn. Ah, macht nicht so viel aus, ne? Augenform. Und wir wollen strahlend blaue Augen haben. Augenbrauenform. Sieht so ein bisschen kritisch aus, ne? Nehmen wir die mal. So, Nase. Hauptsache, die kriegt nicht so eine Nase, wie ich die habe. Ach, süßes Stupsnäschen. So, lassen wir. Das dann blau. Das reicht. Das Charakter bestätigen. Und los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Ich darf dich nicht verlieren. Nicht jetzt. Die Phantome kommen. Bitte, wach auf. Der Sonne sei Dank. Komm, hoch mit dir. Wir müssen weiter. Erfinderin? Was ist passiert? Die Karawane wurde von Phantomen angegriffen. Ich habe nach Überlebenden gesucht, aber nur dich gefunden. Du bist für mich zurückgekommen? Ich war in diesem Traum. Wir sind hier draußen ungeschützt. Wir müssen sofort zurück ins Lager. Es geschafft. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Ich bin eine Fährtenleserin und damit vertraut, verlorene Leute zu finden. Du bist immer da, wenn wir dich brauchen. Aber warum ist das alles passiert? Diese Route war doch bisher immer sicher. Wir haben nicht die übliche Route genommen. Die Königin hat unseren Kurs im letzten Moment geändert. Die Königin? Warum sollte sie sich für eine Karawane interessieren? Ich weiß es nicht. Das ist noch nie passiert. Dieses Land, es ist verflucht. Die Phantome sind überall. Aber die Wachen, sie hätten uns beschützen müssen. Psst, da kommt einer. Hey, Namenloser, nicht faulenzen. Zurück an die Arbeit. Okay, jetzt sind wir dabei. Wir wären beinahe gestorben. Wir haben gerade so den Sturm überlebt. Wir müssen uns kurz ausruhen. Der Sturm ist da draußen. Ich bin hier. Beweg dich, oder ich werfe dich den Phantomen zum Fraß vor. Die Worte eines Namenlosen bedeuten so jemandem gar nichts. Geh, ich komme schon zurecht. Wie sie schon mit uns sprechen. Diese Sonnenfinsternis ist ein schlechtes Omen. Die Wachen sind nervös. Provoziere sie nicht. Ich werde vorsichtig sein. Aber haben sie uns da draußen einfach unserem Schicksal überlassen? Sie sind geflohen, ohne auch nur einen einzigen Gedanken an uns zu verschwenden. Was konnten wir schon erwarten? Rede mit den anderen. Wir müssen zusammenhalten. Halte durch, sonst sterben wir hier noch.
Wir sind stark. Ich weiß es. Gemeinsam. Okay. Mit wem soll ich sprechen? Sprich mit Aufseher, Schmied und Hirte, brauchen wir jetzt nicht fragen. Grüße dich. Na komm, fragen wir nochmal kurz, wie grüße dich. Hast du dich nach dem Sturm gut erholt? Geht es dir besser? Ich werde alt. Vor ein paar Jahren. Ach, ich schwätze zu viel. Bist du verletzt? Brauchst du einen Heiler? Ach, mach dir keine Sorgen um mich. Allerdings könnte ich einen ganzen Elch verspeisen. Sag nichts weiter. Ich besorg dir was zu essen. Okay. Ich komme bald wieder. Dann also was zu essen besorgen. Mit Aufseher, Schmied und Hirte sprechen. Genau, da haben wir den Mehrspielermodus. Wenn wir jetzt wollten, können wir jemanden einladen und so weiter. Aber wir bleiben jetzt erstmal für uns. Also es scheint so, dass wir in so einer Art Sklave sind. Also der hat uns ja Namenloser genannt. Und wir haben wahrscheinlich keine Rechte. Da ist auch schon der Aufseher. Ich bin so hungrig. Sprechen wir mal mit dem Aufseher. Boah, bleib zurück. Die Phantome schlagen auf dieses Ding ein, als ob es keinen Morgen gäbe. Gut. Okay, die haben da eine Barrikade. Gibt es das auch nicht. Wir wurden im Chaos zurückgelassen. Was ist passiert? Hauptmann Morat rannte sofort davon. Er befahl seiner Kutsche, sich so schnell wie möglich von den Phantomen zu entfernen. Ich habe ihn seitdem nur einmal gesehen, als er Erbauer in den Sturm trieb. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen genau. Was wir jetzt tun. Wir können das nicht durchgehen lassen. Wir sind Namenlose. Was haben wir schon zu erwarten? Aber der Aufseher ist Namenloser? Leben, damit die Karawane weiterziehen kann. Das müssen wir ihnen klar machen. Vielleicht. Aber was nützt eine Besprechung? Sie haben Schwerter, mein Freund. Wir haben nicht einmal Rüstungen. Es muss ja nicht mit einem Kampf enden. Erstmal sollten wir uns versammeln. Da hast du recht. Ich werde zum Lagerfeuer kommen. Gut. Danke, Bruder. In der Zwischenzeit müssen wir uns um die Phantome kümmern. Ja, dann baut mal schön weiter da. So, was haben wir denn sonst noch? Da war das... Weiterhin. Wie viele haben es am Ende geschafft? Nicht gebe. Einmal die Hälfte. Ach, guck mal hier, was ist dann? Tribut. Okay, das Geld wahrscheinlich für uns. Irgendeine Währung. Was sind das für Tiere hier? Guck mal hier. Halb Ziege, halb Elch, oder was? An die Arbeit, bevor die Wachen uns beim Herumlungern sehen. Ist was passiert? Was? Nein, ich... Die Wachen sind... Sie sind bösartig. Ich will nicht... Ich will nicht rausgeworfen werden. Genau, immer schön weggucken, ne? Finderin und ich haben überlegt, dass wir uns am Feuer treffen sollen. Nur um mit allen darüber zu reden, was passiert. Nein, auf keinen Fall. Sie werden euch alle rausschmeißen. Ich sollte nicht... Vielleicht. Aber was ist die Alternative? Wir müssen zusammenhalten. Oder wir werden hier alle sterben. Ich... Okay. Okay, ich komme. Okay. Solange ich nicht reden muss. Okay, dann haben wir schon mal das abgeklappert. Hey, ihr zwei, beeilt euch! Aber wir sind erschöpft und haben noch nichts zu essen bekommen. Ja, Och. Wir sind erschöpft. Aber können wir der Finderin was essen bringen, sieht so aus, oder? Als wärst du fertig mit der Zubereitung. Das entscheide ich selbst. Was willst du? Ja, essen. Natürlich. Kann ich eine Portion haben? Es ist kaum genießbar, aber ich habe genutzt, was da ist. Du musst es allerdings mit jemandem teilen. Es ist immer noch ein langer Weg in die Hauptstadt. Finderin kann alles haben. Sie okay, haben wir schon mal Essen für die Finderin. Da haben wir auch wieder Tribut gefunden. So, da ist doch der Schmied. Haben wir denn sonst noch irgendwas? Solange diese Dinger da draußen. Bleib sofort stehen! Okay, sonst kriegen wir Ärger. Das geht nicht. So, der Schmied. Kriegen wir da Waffen? Wachen. Hast du gesehen, wie sie uns behandeln? Sie sehen uns nicht mal an, wenn sie unseren Tod befehlen. Ich hab es gesehen. Verdammten Schweine. Bleib ruhig, Freund. Zieh bloß nicht Morats Aufmerksamkeit ruhig. Auf dich. Lass ihn nur kommen. Er ist das fetteste Schwein von allen. Er ist ein verdammter Mörder. Bitte beruhig dich. Ich will uns allen helfen. Aber wir können die Dinge nicht ändern, wenn wir tot sind. Na gut. Entschuldigung. Ich habe nun mal da draußen jemanden verloren. Und zwar ihretwegen.
Muss aber jetzt mal Finderin will ein paar Gänge zurückschalten, Junge. Reden, was passiert ist. Darüber, was wir tun sollten. Genau. Wir sollten attackieren und die Initiative ergreifen. Haben wir den schon wieder ein bisschen sauer gemacht? Wir sind müde. Ja, gemeinsam sind wir stark. Gut. Also dann, am Lagerfeuer. Wir werden warten. Vielleicht baut der gute Waffen, wenn er sauer ist. Wer weiß, wer weiß. Machen wir da noch was? Guck mal, da sind es Reboot. Wofür das jetzt ist, weiß ich nicht. Wir können uns mal ganz kurz auch das Menü anschauen. Hier haben wir das Menü. Quest. Die Essenzkarawane. Hauptquest. Keine aktive Quest. Hier haben wir unsere Questgegenstände. Das ist das Essen. Es riecht nicht besonders gut, ist aber essbar. Ja, immerhin, ne? Da haben wir Reise. Vestarium. Okay, was wir da immer so gefunden haben, wird ja uns da angezeigt. Da wir noch nichts gefunden haben, müssen wir nochmal abwarten. Hier haben wir den Mehrspielermodus. Wenn wir jetzt wollen, können wir irgendwo jemanden einladen. Wollen wir nicht. So, und oben haben wir jetzt die Anzeige, wo wir hin müssen. So, Quest ist natürlich auch mal hilfreich. Aber sie sieht echt schick aus. Gefällt mir. Ach, guck mal, da ist auch nochmal Tribut. Ich war überrascht, als unsere Karawane die Route änderte. Finderin, ich habe nach den... Gut, wir werden warten, bis alle... Ich habe dir Essen mitgebracht. Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Hier, der Koch war der Meinung, dass es essbar ist. Er hat sicher sein Bestes. Ruh dich etwas aus. Ich hoffe, sie brauchen nicht zu lange. Freunde, danke, dass ihr gekommen seid. Es sieht nicht gut aus für uns. Wir haben viele Freunde verloren. Die Wachen sind für uns genauso gefährlich wie der Sturm. Wir müssen handeln. Was können wir schon tun? Sie sind Wachen. Soldaten. Seht doch, wie viele wir sind. Wir können abhauen und uns allein durchschlagen. Oder wir bleiben und verlangen Schutz. Ich habe schon zu viel verloren. Wir sollten kämpfen. Wir sind mehr. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Genau. Es ist besser, als da draußen zu sterben. Aber, sag mal, wir können sie im Kampf nicht besiegen. Die Wachen haben genug Waffen für eine ganze Armee. Ich glaube nicht, dass wir am Ende gewinnen werden. Aber nach allem, was wir verloren haben, können wir die Wachen vielleicht überzeugen, sich gegen Morat... Ja, genau. Wir haben keine andere Wahl, Brüder und Schwestern. Verzweifelte Zeiten verlangen... Nun ja... Verzweifelte Taten. Er kann der Gerechtigkeit nicht entkommen. Er wird verurteilt werden. Die Wachen wollen auch, dass er findet. Selbst die Wachen wären froh, wenn er nicht mehr da wäre. Aber lasst uns nicht voreilen. Was auch immer passiert. Das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten und in Sicherheit bleiben. Nur so wird Morat fallen. Wenn wir uns also einig sind... Lasst uns die Nacht überstehen und handeln, wenn wir ausgeruht sind. Ja. Gemeinsam. 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 Gut. Gehen wir. Du, was machen diese Arbeiter? Ich weiß es nicht. Natürlich weißt du es nicht. Hauptmann Morat, ich... Schweig! Ich gehe selbst nachsehen. Hauptmann Morat, möge die Sonne euren Weg erleuchten. Kann ich... Nein! Zurück an die Arbeit, ihr alle! Sofort! Telos sieht zu! Seht ihr nicht, in welchen Schwierigkeiten wir stecken? Und ihr sitzt nur rum und tut nichts? Es ist nicht verboten, ein Gespräch zu führen, genau. Das ist nicht verboten. Auch nicht für uns Namenlose. Du wagst... Wie kannst du es wagen? Es ist wichtig, dass ihr uns zuhört. Sonst werden noch alle sterben. Ohne uns läuft in diesem Lager nichts, du brauchst uns. Du hast uns im Stich gelassen.
Ja. In der Einöde habt ihr uns im Stich gelassen. Unsere Freunde. Und jetzt treibt ihr uns in die Erschöpfung. Wähle deine nächsten Worte sehr sorgfältig. Ich habe schon Namenlose für viel weniger erledigt. Dann erledigt mich. Und seht zu, wie lange ihr ohne Arbeiter überlebt. Welche die Essenz transportieren oder euer Essen kochen. Ihr denkt alle, das sei ganz einfach, oder? Das ist typisch. Sei vorsichtig. Das ist das Problem mit Leuten wie dir. Nur angefüllt mit blankem Selbsterhaltungstrieb. Ich habe das auch nicht gewollt. Telos hat uns herausgefordert, in diesem Sturm zu überleben. Unsere Gottheit beobachtet uns. Und diese Farce bringt uns alle in Gefahr. Du, Rädelsführerin, du wagst es, mir zu widersprechen. Dann bist du perfekt für eine Aufgabe, die ich im Sinn habe. Hauptmann, ihr müsst uns zuhören. Schweig! Einer von euch hat mir etwas gestohlen und ist in die Wüste geflohen. Finde es und wir werden uns einig. Vielleicht. Da draußen wartet nur der Tod. Tu es nicht. Wenn es unseren Leuten hilft, genau. Ich werde es tun. Synchronisation gefällt mir, echt gut. Kann man nicht meckern. Okay, sind wir aus dem Lager raus. Zurück, bevor du den Dieb gefunden hast. Aber wir haben keine Waffen, wahrscheinlich, oder? Nee. Okay, also müssen wir irgendwie... Da geht's auch lang, da können wir uns diese... Okay, da geht's nicht mehr weiter. Auf jeden Fall könnten wir da nochmal die Goldmünzen, was auch immer, sammeln. Oh, da oben. Da läuft einer. Da oben ist jemand. Und da ist noch etwas anderes. Bitte sei kein Phantom. Aber wir können hier nicht hochklettern, oder? Nein, okay. Dann müssen wir erstmal weiter. Oh, läuft da unterm Sand irgendwas? Komm. Näher. Was ist das für eine... Stimme. Okay. Oh, da ist was Interessantes. Okay. Haben wir jetzt Fallschaden oder? Geh mal locker runter. Okay. Hier. Ich bin hier. Was ist das? Nun komm. Näher. Ja, ich spüre dich. Noch näher. Etwas ruft mich. Warte. Oh. Was? Der magische Handschuh von Antiochia. Endlich. Ich kann wieder sehen. Warte, wer bist du? Keine Zeit. Wo bist du? Ein Phantom. Oh. Nein. Konzentriere dich. Nutze meine Kraft. Okay, jetzt müssen wir schon direkt mit der kämpfen. Der hat wahrscheinlich nicht so viele Kräfte wie... Naja, okay, da habe ich wirklich nur X als Angriff. Na komm. Kein Doppelsprung. Kein Block. Aber wir können immer mit Ausweichen schön dann kontern. Natürlich. Mehr geht aktuell auch noch nicht. So. Niedergestreckt. Was ist gerade passiert? Mein Körper hat sich von allein bewegt. Und diese Waffen... Siehst du? Gemeinsam sind wir stark. Wer bist du? Ich bin... Warte. Wer bin ich? Ja. Ich bin... Nayal. Nayal. Aber... Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ein Phantom. Das der ist, den wir eben gespielt haben, am Anfang aber bestimmt, ne? Wie? Wir haben das Phantom besiegt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals wieder jemand meine Stimme hören würde. Gut, also lass uns zuerst einen sicheren Ort finden.
Ich glaube, ich muss mich kurz sammeln. Okay, da geht's lang. Da könnte man noch was sammeln. Ja, nee, ne? Nee, okay. Finde einen Weg aus der Grube. Machen wir. Och nö. Momentum. Du generierst Momentum, indem du Gegner triffst und besiegst. Je mehr Momentum du hast, desto mehr Schaden verursachst und erleidest du. Okay, also desto stärker wir werden, desto stärker wird das Spiel scheinbar. Momentum ist nicht permanent. Wenn du keine Gegner triffst, verschwindet dein Momentum nach einer Weile. Okay. Gauntlet ruft den Sand. Spüre ihn um dich herum. Spüre das wachsende Momentum. Mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen klarkommen erstmal. So. Habe ich denn jetzt auch mal ein bisschen mehr Power? Ne. Vielleicht kommt das gleich, wenn wir ein bisschen mehr Momentum haben. Okay, aufsteigen. Jetzt können wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Schaden austeilen. Okay, da ist schon was. Aber sei vorsichtig. Momentum kann ja auch gefährlich werden. Die Phantome werden stärker, je mehr Energie du ziehst. Einen haben wir schon mal weg. Ich hätte gerne den Superangriff von eben. Gauntlet ist etwas befestigt. Es ist ein Amulett. Du kannst es benutzen, um deine Wunden zu heilen. Okay. Drücke LT und A, um dich zu heilen. Okay. Ah, das seht ihr jetzt nicht, das Symbol hier. LT und A. Ah, und dann heile ich damit. Okay. Danke, dass du mir vertraust. Ich bin schon gefangen seit... Ich kann nicht sagen, wie lange. Vertrauen? Noch nicht ganz. Aber wenn wir Menschen vor den Phantomen beschützen können, ist das ein guter Anfang. Bist du allein unterwegs? Allein mit dir. Ich gehöre zu einer Karawane. Wir wurden von Phantomen angegriffen und haben uns in der Nähe niedergelassen. Was ist dieser Gauntlet? Was macht er hier draußen? Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber... Ich weiß, dass der Gauntlet unvollständig ist. Er hat nur einen Bruchteil seiner Kraft. Ich verstehe. Wir sollten aus dieser Grube verschwinden. Ich kann dir jetzt helfen. Denke ich. Glaubst du? Glaubst du auch nur? Okay. Ah, wir haben jetzt auch den Doppelsprung. Das ist schon mal gut. Haben wir denn jetzt auch den rechten Trigger? Nein, das war... Okay, Y auch nicht. Okay, ich denke mal, mit der Zeit werden wir dann immer mehr Angriffe bekommen. Okay. Aha. Mit diesem Gauntlet kann ich meinen Freunden helfen. Ich kann allen helfen. Aber zuerst brauche ich diesen Dieb. Ach, guck mal. Genau genommen solltest du dich zuerst um die Phantome kümmern. Soll ich schnell noch weg? Ja, ist gut. Mit einem Gegner komme ich momentan ein bisschen besser klar. So, was können wir da sammeln? Irgendeine Pflanze? Riesen sind. Okay.
Also man muss natürlich auch Hack-and-Slay-Games mögen. Dort hab ich vorhin den Dieb wahrscheinlich gesehen. Hier nicht so viel Spaß haben. Suchst du nach jemandem? Das ist eine lange Geschichte. Okay, da sind auch wieder welche, aber wir müssen hier lang. Wir gehen jetzt einfach mal. Ach, guck mal, der Dieb. Du hast diese Monster besiegt. Aber wie? Weil wir die Kraft haben. Bin ich selbst noch dabei, das rauszufinden. Ich bin gekommen, um zu holen, was du Morat gestohlen hast. Du hast dein Leben dafür riskiert? Und das haben jetzt die Viecher da hinten bestimmt. Für meine Freunde. Und die müssen wir jetzt killen. 100 pro. Gib mir das Ding. Ich kann mit Morat reden. Wir werden eine Lösung finden. Irgendwie. Er wird jetzt nicht sagen, okay. Ich kann nicht zurückgehen. Er wird mich töten, aber nimm das verdammte Ding. Es nützt mir nichts mehr. Danke. Okay. Warte hier, ich komme zurück. Pass auf dich auf, Freund. Zum Dieb. Danke, dass du mich gedeckt. Okay, können wir uns noch wenigstens noch mal heilen? Mal hier runter. Ja, probieren wir einfach mal, ne? Auf was? Fallschaden haben. Sieht da eigentlich ganz gut aus, ne? Hey, geh und hole Morat. Ich habe also macht bisher eine gute Figur, muss ich sagen. Was sagt ihr dazu? Gerne mal unter die Kommentare schreiben. Jawohl. Und du, bleib wo du bist. Ich bleibe genau hier. Du hast also überlebt. Beeindruckend. Für Abschaum wie dich. Vielleicht sollte ich noch deutlicher werden. Vielleicht sollte ich... Warte, was ist das da an deinem Arm? Keine Ahnung. Geh dich einen Scheiß an. Wann gehört es mir? Hey! Interessant. Was? Du hast uns einen Fluch gebracht. Ergreift sie. Zurück mit ihr. Sofort. Ich kümmere mich um das. Oh, was soll das? Ich will den Handschuh wieder haben. Morat verflucht nochmal. Weg. Mit dem Gauntlet. Und die Stimme ist auch nicht mehr da. Ich muss ihn zurückholen. Ich muss Nayal finden. Vielleicht kann Finderin helfen. Ja, wie heißt es schön? Wie gewonnen? So zerronnen. Ich kann nicht still sitzen. Solange diese Dinger da draußen sind. Aber muss auch nicht. Schön, dass du zurück bist. Komm, Kind. Ich kenne dieses Artefakt. Frag jetzt nicht, wieso. Es ist... Ich habe eine Stimme gehört. Sei jetzt still und hör zu. Du musst das Artefakt zurückholen. Diese Kraft. Wir könnten sie nutzen. Ja. Einst hatten es die Ritter von Bastengar. Vor 10 Jahren nutzten sie es, um der Königin zu trotzen. Um das Volk zu retten. Aber wurden sie nicht besiegt? So ist es. Aber der Gauntlet spricht zu dir. Du musst ihn zurückholen. Er könnte uns alle retten. Morat hat sich ins obere Lager zurückgezogen. Sie waren dort auf der Suche nach Arbeitern. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Wir verlassen uns auf dich. Okay, also... Finderin schickte mich zur Arbeit ins obere Lager. Geh zu den anderen Namenlosen bei den Gräbern. Alles gut. Das ist oberes Lager. Was ist das? Ich habe ihn in der Nähe des Lagers gefunden. Wie lange dauert es noch, bis wir diesen Schreck mal da. Da ist auch nochmal. Wessen Idee war das? Warum sollte ein Sandsturm wie dieser... Du musst besser aufpassen, was du sagst, wenn du nicht nach. Die kriegen wir wahrscheinlich jetzt immer Quests und sowas. Noch ein Namenloser. Hast du Morat gesehen? Ich habe gesehen, wie er das Lager da hinten verlassen hat. Wenn du wirklich gehen musst, könntest du dich auch freiwillig melden, um die Phantome zu bekämpfen. Du wirst eine Rüstung brauchen. Der Verkäufer des oberen Lagers. Die Wachen sind betrunken und müde. Du kannst wahrscheinlich ein paar ihrer Wertsachen finden, die... Ich kann jetzt nicht.
Das heißt, da war ein reisender Händler, kriegen wir das da? Du hast Tribute. Welch unwahrscheinlich. Ich werde natürlich nicht. Ich bin Händler. Ich habe mich beim letzten Halt der Karawane angeschlossen. Meine Waren sind so herausragend, dass nur ich von all den Tausenden von Händlern nicht, dass es bei dieser Reise besonders gut geklappt hätte. Wo wir gerade dabei sind. Rüstung. 75. Menge kaufen. Ja, okay, dann haben wir wenigstens schon mal was. Rüstung. In diesem Menü findest du deine Rüstung. Rüstung verleihen dir verschiedene Attribute. Alles gut. Oh, guck mal. Da ist doch schon mal was. Rüstung anpassen. Okay, wir haben ja nichts, was wir da jetzt anpassen können. Also, lassen wir es erstmal so. Da oben ist noch ein bisschen... Führst du etwas im Schilde? Wir müssen etwas tun. Diesen miesen die Karawane schafft es. Die Namenlosen sind unruhig. Sie streiten Telos über die neue Route, reden untereinander. Ich muss zugeben, dass ich selbst an den Anordnungen der Königin zweifle. Warum wurden wir hierher geschickt, in die Wildnis? Meine Soldaten sind erschöpft und traumatisiert vom Angriff. Egal. Ich muss entschlossen wirken. Ein kleiner Einbruch meiner Autorität und wir werden eine Revolte erleben. Mhm. Eine Revolution braut sich zusammen und ich werde gezwungen sein, sie alle zu beseitigen. Aber das wird unser Untergang sein. Diese Karawane hat bereits genug Blut vergossen. Ich werde jeden beseitigen, der diese zerbrechliche Ordnung bedroht. Bevor sie unter ihrem eigenen... Aber wollten sie mit uns ja machen, ne? Du bist also hier, um dich... Ja, ich will nicht... Okay. Das Problem, wir haben jetzt gar keine Waffe. Wir haben zwar eine Rüstung, aber keine Waffe. Höre zu. Okay, wir hören den auf jeden Fall wieder, den Mayal. Brauche deine Hilfe. Zeigt den Weg. Ich komm. Brauche deine Hilfe. Geht weiter hoch. Zeigt den Weg. Soundeffekte, Musik, Synchronisation, alles top. Grafik sieht toll aus. Du bist zurück. Ich kann dich spüren. Sie müssen irgendwo in dieser Höhle sein. Aber wo? Das ist schon mal falsch, ne? Hier geht's wahrscheinlich hoch. Da geht's runter. Du! Gib den Gauntlet zurück! Wache! Erbärmlich. Das hätte ich von einer wie dir erwarten sollen. Wann lernst du's? Du bist nicht ohne Grund namenlos. Und wer vermisst schon? Eine weitere tote Namen. Greif doch direkt danach. Warte. Komm zurück. Zu mir. Oh. Was war's? Du bist hier. Ich war... Warum hast du mich verlassen? Du wurdest entführt. Von Morat. Ich verstehe. Danke, dass du... Jetzt werde ich dich beschützen.
schützen. Sandhaut. Drücke LB, um Sandhaut zu aktivieren, um Angriffe abzuwehren. Okay. Mal schauen, ob ich was schaffe. Da. Eine Sandhaut lässt sie kristallisieren. Aber das wird nicht lange halten. Gar nicht schlecht, diese Sandhaut. Dann sind die immer kurz eingefroren. Okay, jetzt müssen wir natürlich weg. Okay, hat nicht geklappt. Okay, ich muss mich heilen. Komm, rot. Wer hat rot? Nein, das war zu spät. Oder zu früh, eher gesagt. Der nimmt mich jetzt. Okay, das war klar. Ich konnte mich gerade nicht heilen. Ich dachte eigentlich, dass der Punkt da reicht. Dann machen wir jetzt nochmal. Also den will ich auf jeden Fall noch besiegen in dieser Folge hier. Ja, Sandhaut, ja, ja. Sandhaut lässt sie kristallisieren. Aber das wird nicht lange halten. Nein, das war wieder nix. Jetzt müssen wir hier. So. Na komm, greif schon an. Ach, das ist doch. Der veräppelt uns doch. So, jetzt aber. Jetzt machen wir dich fertig. Und Hammer! Ich kann nicht glauben, dass wir überlebt haben. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Warte mal. Was bist du? Ein Geist? Oder etwas Ähnliches? Ich kann mich nicht erinnern, aber der Name Telos, den kenne ich. Also dieser Gott, Telos, ne? Telos, die Ordnung, die Sonne, das sagt mir etwas. Ich beginne mich zu erinnern an meine Kräfte. Später. Wir müssen weiter. Sandpeitschen. Die Peitsche und das Schwert, Unterdrückung und Rebellion. Die Sandpeitsche formt den Sand zu den Waffen, sowohl der Unterdrückten als auch der Unterdrücker, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Hauptwaffe. Drücke Y, um die Sandpeitsche als Nebenwaffe zu legen. Okay. Okay, da sieht man diese ganzen Angriffe, die man machen kann. Das ist eine Erklärung dann auch noch rechts mit Tastenkombination. Erster Aufstieg, zweiter Aufstieg. Okay. Amulette im Besitz, wir haben nicht wirklich viel, ne? Also, jetzt haben wir auf jeden Fall auch diesen Y-Angriff. Gucken wir noch, dass wir ein bisschen noch rauskommen. Offscreen-Indikatoren. Ja, hab ich ja gesehen, dass da Angriffe kommen. Thank you.
Ah, das war wieder zu spät. So, ich habe mich nochmal geheilt gerade. So, der ist aber hinüber jetzt. Also bei dem kleinen Gegner muss mal gucken, wie das jetzt klappt mit dem Einfrieren da. So, warten wir mal. Komm. Also muss man genau, wenn die rot werden, drücken. Muss man gutes Timing haben. Das habe ich nicht. Aber wenigstens hat es jetzt geklappt. Okay. Also wie ihr seht, diese drei grünen Punkte, ganz unten die kleinen, also wo jetzt nur einer grün ist, die zeigen an, wie oft ich mich heilen kann. Der große, das ist der Aufladen, und wenn der voll ist, kriegt man einen zusätzlichen kleinen Punkt, wo man sich dann wieder aufladen kann. So, hoch gehen wir auf jeden Fall noch, und dann würde ich sagen, beende ich hier die Folge auf jeden Fall. Aber macht einen echt guten Eindruck, und ich glaube, das wird mit Sicherheit auch verdammt erfolgreich werden, das Game. Und so wirklich so AAA-Titel brauchen wir eigentlich in VR. Das ist für mich ganz klar. Dieses Ding. Ich kenne es. Der Wächter? Wie kommt hierher? Abschaum! Verdammt. Gib mir das Relikt. Du kriegst einen feuchten Händedruck, kriegst du. Aber wollen die sich jetzt wirklich mit mir anlegen noch? Es gehört mir. Telos verlangt es. Das ist nicht gut. Du hast schon genug Unruhe gestiftet. Oh. Was macht der Wächter da? Hauptmann, ist es die Königin? Oh. Die werden gebraten in der Rüstung. Richtig schön kross. Wir sind so komplett durch. Aus den Augen, aus der Sonne. Was ist hier los? Wir kontrollieren den Sand. Er trägt uns. Klar. Ich hoffe, du weißt, was du tust, denn ich tue es nicht. Wow. Bisschen schnell. Wow. Kann ich auch springen? Ah ja. Weiß nicht, ob das Sonnenlicht gerade gut war, deshalb bin ich mal gesprungen. Wir müssen vor ihnen fliehen. Meine Freunde! Sie werden in die Hauptstadt reisen. Ich muss sie dort finden. Ist das nicht der Ort, wo die Königin lebt? Und du willst dahin? Nach allem, was passiert ist? Finderin hat erwähnt, dass die Mutter von Asuka dafür den Gauntlet benutzt haben. Sie müssen mehr über dich wissen. Die Ritter von Bastenga. Das klingt so vertraut, ja. Lass uns diese Ritter finden. Am besten bevor wir die Hauptstadt. Auf jeden Fall eine schnelle Tour hier. Mit der Fähigkeit, auf dem Sand zu reisen. Warum ist ein Durchgang? Du meinst ein Loch? Warte! Vertrau mir. Vertrau mir. Also sowas dann im Koop zu spielen, ist natürlich auch nochmal ziemlich nice, muss ich sagen. Da sind wir jetzt gelandet wahrscheinlich. Ah,
Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ja, nach so einer Tour. Mein Sand wird dich abfedern. Meistens. Wir müssen uns ziemlich weit von der Karre. Vorhin? Vorhin hat jemand den Wächter geführt. Die Königin? Ja. Die tausendjährige Königin. Sie ist der Avatar von Telos. Das weiß ich. Das ist alles sehr rätselhaft. Aber wir sind vorerst entkommen. Wir sollten weitermachen. Ich spüre Menschen nicht allzu weit von hier. Es gibt eine Siedlung in der Nähe. Das könnte Castrum 7 sein. Eine Karawanstation. Vielleicht lass uns aus diesen Höhlen verschwinden. Ich spüre etwas in der Nähe. Im Boden. Im Boden. Das Podest da vorn? Nein, eher etwas aus Metall. Okay, das gucken wir uns noch an und dann würde ich sagen, beenden wir. Was ist das? Der Gauntlet reagiert darauf. Es ruft mich. Eben. Ich erinnere mich an etwas. Ein bisschen Sachen auch hochheben. Wir können es freilegen. Was? Wie da? Ich sag's. Ja, wir kriegen wahrscheinlich so eine. Ja, okay. Es war, als würde ich in den Sand hineingreifen. Es fühlte sich so seltsam an. Das Metallding im Boden. Es war zerbrochen, aber es muss noch andere geben. So, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir. Spielzeit 40 Minuten. Das ist die ersten 40 Minuten von dem Game. Atlas Fallen und ich muss sagen, mir gefällt es bisher echt gut, sehr unterhaltsam, auch sehr gewaltig inszeniert das Ganze, ja, Grafik toll, das Gameplay funktioniert echt super, wie ihr gesehen habt, also man kommt relativ gut klar, also ich würde empfehlen, auf jeden Fall mit einem Controller zu spielen, diese Spiele sind dazu gemacht für Controller-Gameplay, man kann natürlich auch, wenn man will, mit Maustastatur, aber ich würde es nicht empfehlen und ja, also ich würde auch gerne eure Meinung dazu wissen. Gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, wenn ihr immer mehr Bock habt auf ein paar Flat-Titel, sowas wie hier, ja, so richtige AAA-Games, ja, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dazu mal einen Kommentar schreibt. Ich weiß, es ist ein VR-Kanal, aber ich finde, man sollte Flat nicht ganz aus den Augen ja, lassen und immer mal wieder so solche ja, Rosinen rauspicken auf jeden Fall. Und ja, damit sage ich einfach mal, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und ja, ein Like aufs Video lassen, echt, wäre echt nice von euch. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.